Hallo, mein lieber Witter, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Witter. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Wenn du mit den allgemeinen Informationen zu meinen Legungen bereits vertraut bist, dann überspring sehr gerne das Intro. Den Zeitstempel für den Beginn dieser Legung findest du wie immer unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Widder. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Witter, es geht hier um einen Neuanfang beziehungsweise ein Wachstum oder ein beginnendes Wachstum. Das sehe ich hier gleich zweimal in der Legung. Also das ist hier etwas, was dir sehr, sehr wichtig zu sein scheint. Hier geht es auch ganz konkret aktuell darum, dass hier bestimmte Maßnahmen gesetzt werden sollen oder gesetzt werden deinerseits, damit das hier auch geschehen kann oder damit hier etwas in ein Wachstum gehen kann. Das kann jetzt natürlich eine finanzielle Thematik betreffen oder eben eine berufliche Thematik, vielleicht auch deine Berufung, dass du hier etwas ins Wachstum bringen möchtest. Das könnte hier auch für eine Ausbildung stehen, die ja auch aufbaut und eben über einen Zeitraum du dir hier bestimmte Fähigkeiten aneignest beispielsweise. Das kann aber auch für eine zwischenmenschliche Verbindung stehen, eine Freundschaft oder eine Partnerschaft. Ein bestimmtes Wachstum ist hier gemeint und ich nehme an, du weißt ganz genau, worum es hier geht. Und es ist hier auch ein Thema, eben bestimmte Grenzen zu setzen, aber anscheinend ist hier irgendetwas blockiert. Das macht hier auch Sinn, denn auf deiner Ebene sehen wir hier, dass du hier aktuell vermutlich noch ein bisschen hinter dem Berg hältst, mit bestimmten Schritten, vielleicht auch mit bestimmten Informationen, wo es hier um eine Strategie deinerseits gehen könnte. Und du befindest dich hier jetzt an einem Punkt, wo du merkst, hier soll sich jetzt aber etwas verändern, ja, damit das hier geschehen kann. Vielleicht geht dem Ganzen hier eine Planungsphase vorher oder voran und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es in die Umsetzung geht und wo man hier aus der Theorie in die Praxis quasi switcht oder umschalten soll. Das könnte auch sein. Von außen betrachtet, bekommen wir hier auch noch eine wichtige Information, die möchte ich hier aber noch möchte ich noch ein bisschen genauer abklären, was denn das da konkret bedeutet. Ah, okay. Von außen betrachtet, mein lieber Witter, da können wir hier erkennen, dass du hier irgendeiner Angelegenheit zu viel Aufmerksamkeit schenken könntest oder dass sich hier vielleicht eine bestimmte Person aktuell
oder eine bestimmte Person hier aktuell zu viel Aufmerksamkeit von dir einfordern könnte. Denn hier geht es um ein Gleichgewicht, das du eigentlich anstrebst, aber das hierdurch irgendwo verhindert wird. Und das hat, denke ich, mit einer bestimmten Person zu tun. Es kann auch sein, dass du einem bestimmten Umstand zu viel Aufmerksamkeit beimisst und dadurch eben ein Gleichgewicht verhindert wird. Das ist aber an sich nichts Ungewöhnliches, mein lieber Witter. Es ist nur wichtig, dass es einem zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst wird. Was wäre hier ein Beispiel? Also ich denke, das hat hier vermutlich nichts damit zu tun, aber ein Beispiel wäre, was viele kennen, man hat sich über jemanden geärgert und trägt diesen Ärger eine Spur zu lange mit sich, ja, und dann, wenn hier dann die Phase kommt, wo man eben ins Umschalten gehen soll, wo man diesen Ärger dann auch wieder loslassen soll, hält man dann manchmal noch daran fest, ja, also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was das sein könnte oder was hier vielleicht dann zu wichtig gemacht wird, ja. Das heißt nicht, dass es unwichtig wäre, aber es bekommt zu viel Aufmerksamkeit. Dadurch wird natürlich etwas anderes blockiert, was dir eigentlich wichtiger wäre. Und da läuft man dann oft im Kreis und erkennt nicht, woran das liegt, dass sich hier eine Sache querstellt. Und das kann sehr oft eben sein, dass hier eben etwas anderes zu viel Aufmerksamkeit bekommt und man hier dann eben ein bisschen Regulierungsarbeit leisten muss oder leisten soll, damit dann die ganzen Angelegenheiten wieder rundlaufen. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die hier aktuell hochgefahren sind. Diese Blockaden sind jetzt auch bereit aufgelöst zu werden, sorgen hier und da für Verzögerungen oder den ein oder anderen Stillstand. Und wenn sie dann aufgelöst sind, dann stellt sich üblicherweise ein Gefühl der Erleichterung ein, beziehungsweise kommen deine Angelegenheiten wieder mehr und mehr in den Fluss. Und wir holen uns jetzt mal ins Bewusstsein, worum es hier geht, und schauen wie immer anschließend in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Es kann durchaus auch sein, dass hier die ein oder andere Blockade auftauchen könnte, die dir einfach nur bewusst werden soll und dadurch schon in eine Auflösung gehen kann. Das möchte ich nur einwerfen, denn manchmal kann es auch ganz einfach gehen, ja. Schauen wir mal, was wir hier erfahren dürfen. Auf deiner Ebene geht es hier eben darum, diesen Neubeginn oder dieses Wachstum in die Umsetzung zu bringen. Also du bekommst für diese Umsetzung sogar ein ganz klares Ja vom Universum. Das dürfte hier etwas ganz Bodenständiges sein, was du hier vorhast, also etwas absolut Realisierbares, aber irgendetwas stellt sich hier eben quer, dass das Ganze in die Umsetzung geht, ja, also das ist hier aktuell blockiert. Und es kann einfach auch sein, dass man hier einfach anfangen soll, was auch immer das hier ist, aber lassen wir uns überraschen, was wir hier noch erfahren dürfen. Dann haben wir hier noch etwas. Es kann sehr gut sein, dass du vielleicht aktuell ein bisschen mit dem Schicksal haderst und das Gefühl hast, dass dich das Glück verlassen haben könnte. Das kann auch sein. Auch das, wenn dieser Gedanke zu lange genährt wird, kann auch das dann zu einer Blockade werden. Ja, also dass man hier dann nicht, dass hier dann nicht nur das Glück scheinbar fern bleibt, sondern dass man es selbst auch ein bisschen abblockt. Ja, das ist hier, denke ich, auch sehr wichtig, denn das Glück möchte nämlich zu dir kommen, mein lieber Witter. Das ist hier nämlich die Quintessenz, die wir hier herauslesen können, und es kann sehr gut sein, gerade für den Teil, der hier auf ein finanzielles Anliegen schaut oder wo es hier um ein finanzielles Thema geht, es könnte hier auch darum gehen, dass sich hier eine finanzielle Blockade demnächst oder dass du hier eine finanzielle Blockade demnächst relativ einfach lösen könntest oder dass sich hier eine Lösung zeigt. Es geht hier auf jeden Fall auch um eine
um eine glückliche Fügung des Schicksals, also dass etwas einfach geht oder unverhofft zu dir kommt, dass sich hier unverhofft eine Lösung zu einem wichtigen Thema präsentiert. Und das hat hier auch mit diesem Wachstum zu tun. Schauen wir mal weiter. Hier geht es um eine bestimmte Person, das möchte ich jetzt aber noch abklären. Okay, es geht hier um eine Verbindung. Ich denke, das ist hier eine Verbindung, die in der Vergangenheit liegt, die dir hier irgendwie in die Erinnerung oder in Erinnerung getreten ist. Ich habe das Gefühl, dass du mit dieser Person vermutlich keinen Kontakt mehr hast oder zumindest die meisten hier und dass hier irgendeine Erinnerung gerade hochgekommen ist, die eben auch dazu führt, dass hier gerade diese Verzögerung herrscht, beziehungsweise dieser Stillstand. Das kann auch mit dieser Angelegenheit zu tun haben, die hier zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht fühlst du dich hier an etwas erinnert oder das fühlt sich so ähnlich an wie eine Situation aus der Vergangenheit. Denn wir bekommen hier den Hinweis, dass es hier um eine Erfahrung aus der Vergangenheit geht, die dir hier bewusst werden soll, um diese Blockade zu lösen, weil hier eine Person gerade sehr präsent ist, mit der du eigentlich nicht mehr wirklich in einem direkten Kontakt stehst. Ja, sehr, sehr spannend. Und das ist aber auch eine sehr klassische Blockade, mein lieber Witter, die dürfte sich auch ganz gut lösen lassen. Vielleicht geht es ja auch darum zu erkennen, dass das Ganze schon länger her ist. Und vielleicht hast du diese Situation auch gut gelöst, was auch immer da geschehen ist. Und vielleicht liegt hier eine bestimmte Antwort für dich mit drinnen oder dass du hier erkennst, was du jetzt anders machen kannst, wenn das hier eine ähnliche Situation ist, die sich hier gerade zeigt. Also ein Teil der Lösung oder vielleicht die Lösung zu einer bestimmten Thematik hier, die liegt hier schon in der Vergangenheit. Also die trägst du quasi bereits in dir. Wir schauen jetzt mal in die Lösungsimpulse vom Universum. Ich möchte hier nur noch hinzufügen, dass dir eine Kartenlegung natürlich keine Entscheidung abnehmen kann. Die triffst final immer du selbst, denn nur du weißt, was auch wirklich richtig für dich ist und was eben nicht. Solltest du dich zu irgendeinem Zeitpunkt der Legung unwohl fühlen, also aussichtslos, hoffnungslos etc., also alles in diese Richtung, dann kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Teil der Legung nicht für dich bestimmt ist. Den lässt du dann bitte einfach ziehen. Das bedeutet natürlich nicht, wenn wir uns hier negative Themen ansehen, dass die damit gemeint sind. Es geht hier mehr, was bleibt dann von der Legung über. Und wenn hier bei einem bestimmten Teil einfach eine Aussichtslosigkeit oder Hoffnungslosigkeit bleibt, dann lässt du das bitte, ziehen und konzentrierst dich auf das, mit dem du in Resonanz gehst. So, und jetzt schauen wir, was wir hier erfahren dürfen. So, da brauche ich jetzt noch eine Information, um das hier abzuklären, denn hier geht es um diese Umsetzung. Okay, mein lieber Witter, was ich hier... Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr drastisch ausgedrückt. Es geht hier um Folgendes. Hier geht es um eine wichtige Umsetzung oder ein wichtiges Wachstum. Das ist hier irgendetwas, was für dich persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ja, das könnte auch durchaus etwas, ein größeres Vorhaben sein. Und das Universum sagt hier, dass du hier reflektieren sollst und hier
erkennen sollst, dass du jetzt hier eine Priorität einnimmst, ja, also dass deine Anliegen hier an erster Stelle kommen. Was jetzt natürlich nicht bedeutet, dass du hier über allem drüber stehen sollst, aber bestimmte Angelegenheiten kann man in der Priorität, kann man von ihrer Priorität her hinten anstellen, ja. Denn man kann hier erkennen, dass du dich hier irgendwo sehr stark zurücknimmst, ja, oder deine Bedürfnisse hier sehr stark zurücknimmst und hier soll ein Ausgleich stattfinden. Was bedeutet, dass man hier natürlich nicht alles hin, also alles andere hinwerfen soll oder hinschmeißen soll, sondern dass du hier erkennen sollst, dass das, was du hier vorhast, eine Priorität hat oder eine Priorität auch benötigt, um überhaupt umgesetzt werden zu können. Und das soll hier auch geschehen, ja. Das bedeutet, es kann für den einen oder anderen hier auch bedeuten, dass man sich hier mit dem Wort Nein auseinandersetzen soll. Das wird hier nicht alle betreffen, aber vermutlich einen Teil, dass man hier, dass du hier auch erkennst, dass das nichts Negatives ist, sondern dass manchmal oder ja, in dieser Hinsicht ist es wichtig, dass du hier an erster Stelle kommst und man kann eben nicht alles auf einmal erledigen. Man kann nicht alles machen. Hin und wieder ist es wichtig, dass man abwägt, was hat jetzt einen höheren Stellenwert und was muss man eben hinten anstellen. Und das ist hier auch sehr, sehr wichtig, dass du das erkennst, dass es hier auch darin liegt, beziehungsweise dass ein Teil der Lösung darin liegt, wie du deine Prioritäten, ja, wie du die eben anordnest und wie du die strukturierst. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Und das soll hier auch dazu führen, dass diese Sache dann in die Umsetzung geht. Was hier auch bedeutet, mein lieber Witter, wenn du hier etwas aufbaust, dann wird das hier für einen gewissen Zeitraum einfach mehr Aufmerksamkeit brauchen, bis diese Mehrarbeit geleistet ist und das Ganze dann irgendwo rund läuft, wo dann natürlich auch wieder, wenn das abgeschlossen ist, du dann natürlich auch wieder mehr Raum hast für andere Vorhaben oder für andere Verpflichtungen, ja. Das ist auch immer wichtig, den Zeitfaktor hier auch mit einzubeziehen. Schauen wir mal weiter. Hier sagt das Universum, und hier geht es auch um dieses Thema, ja, dass du hier vielleicht das Gefühl hast, das Glück hat dich verlassen oder wo es hier um irgendeine, vielleicht um eine finanzielle Angelegenheit gehen könnte oder eben etwas, was sehr wichtig für dich ist. Das kann auch ein großes Thema sein, sagt das Universum. Es ist jetzt eben auch wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, ja. Also es kann sein, dass es hier auch wichtig ist, bestimmte Grenzen zu ziehen, also dass das, was sich hier zeigt oder was dir hier vielleicht schon im Kopf herumspukt, dass das eben auch gemacht werden möchte. Ein wichtiger Hinweis hier ist auch, dass dieses Glück, das zu dir kommen soll, ja auf diesem Weg liegt. Das ist dir auch bestimmt. Wichtig ist aber, dass du diesen Weg beschreitest, denn wenn du diesen Weg nicht beschreitest, kann dieses Glück oder diese glückliche Fügung natürlich nicht geschehen, denn sie liegt auf dem Weg. Und da möchte das Universum eben, da möchte dich eben das Universum darauf hinweisen, dass es wichtig ist, hier diesen Weg zu gehen, denn dann kann das auch geschehen. Es geht hier, denke ich, um etwas, das sehr, sehr schicksalhaft ist und auch sehr, sehr wichtig für dich. Und das soll hier eben auch dazu führen, dass sich diese Blockade hier löst und dass hier dann auch Zufälle unter Anführungsstrichen geschehen können, die du nicht kommen sehen hast, die dazu führen, dass dieses Wachstum vorangetrieben wird. Was das Umfeld betrifft, können wir hier erkennen, dass das Universum dich darauf hinweist, dass du
eben jetzt, dass du hier gegensteuern sollst, vor allem eben auch, was diese Erinnerung betrifft, oder wo du hier an eine Person erinnert wirst, mit der du tendenziell jetzt keinen Kontakt mehr hast. Es ist hier jetzt sehr wichtig, dass du dir dein Umfeld ansiehst und vor allem auch die Kontakte, die ausgeglichen sind, die dir gut tun, wo man eine gute Zeit miteinander verbringen kann. Das können Leute aus dem Freundeskreis sein, aus der eigenen Familie, kann auch der eigene Partner sein, sofern du in einer bestehenden Partnerschaft lebst. Hier ist es wichtig, sich auf diese Kontakte zu besinnen, denn hier geht es auch darum, wem schenkst du deine Aufmerksamkeit? Dadurch wird der Einfluss dieser Person dann natürlich auch verringert, beziehungsweise diese Erinnerung wird dadurch kleiner oder eben in ihrem Einfluss wird sie schwächer oder abgeschwächt, weil du hier auch den Fokus auf die Personen setzt, die dir bestimmt sind, die dir gut tun. Und das ist hier auch sehr, sehr wichtig, was dazu führen wird, dass du hier diesen wichtigen Hinweis, den du bereits in dir trägst, oder diese Antwort oder diese Lösung, die bereits in dir ist, dass du die dann auch erkennen kannst. Und das ist hier eine sehr wichtige Aufgabe und auch eine sehr schöne Aufgabe, wenn du dich eben damit befasst, welche Menschen hier eine entscheidende Rolle in deinem Leben spielen. Und da gibt es durchaus die ein oder andere Person. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier starten wir gleich mal im Umfeld, also wir arbeiten uns nach oben durch. Und es geht hier eben bei dieser Dankbarkeitsübung auch darum, dass sich hier deine Prioritäten eben auch hier im Umfeld wieder neu ausrichten und dass hier etwas vorgebeugt werden soll. Denn man kann hier erkennen in der Tendenz, dass sich hier eine kleine Erschöpfung breit machen könnte. Und das liegt hier eben auch daran, dass wir hier diesen Hinweis haben, dass sich hier jemand vielleicht aktuell ein bisschen wichtig machen könnte oder zu viel Aufmerksamkeit von dir einfordert. Wo es einfach wichtig ist, dass du hier vielleicht Grenzen ziehst oder Limits setzt, damit du hier nicht beginnst auszubrennen oder dass es dir hier zu viel wird. Denn diese Person, die sich hier zu Beginn der Legung zeigt, das muss ja niemand Negatives sein. Es kann einfach eine Person sein, die gerade eine schwere Phase durchlebt, und die dich vielleicht kontaktiert, weil du vermutlich gute Ratschläge gibst oder einfach da bist. Und hier ist es einfach auch wichtig, dass du deine Energie schützt. Und ich denke, dass diese Person, so wie das hier aussieht, auch kein Interesse daran hat, dich hier ausbrennen zu lassen, aber vielleicht aktuell nicht merkt, wann es einfach zu viel wird. Ja, also das kann durchaus der Fall sein. Und dadurch ist es eben so wichtig, dass du dich hier auf das jetzt mehr ausrichtest, was hier gut läuft und dann hier auch deine Grenzen klar erkennst. Und hier dann natürlich geht es dir dann natürlich auch darum, das Ganze sanft zu vermitteln, denn ich habe ja auch das Gefühl, du möchtest hier niemanden verletzen. Ja, also das schwingt hier schon auch mit. Schauen wir mal weiter. Hier zeigt sich noch etwas in der Tendenz, und zwar geht es hier um dieses Wachstum, also eine Art Herzensangelegenheit, ja, eine Leidenschaft. Das muss jetzt nicht zwingend die Liebe betreffen. Eine Herzensangelegenheit kann für meine Belange auch eben etwas sein, was einem selbst sehr wichtig ist, etwas, was dem eigenen Leben Sinn verleiht oder wo man sich im eigenen Leben Sinn fühlt.
Und das wird hier sehr real, ja. Das gewinnt hier an Einfluss, also dieses Wachstum. Darauf gehst du auch schon zu. Was sich hier nur auch zeigt, mein lieber Witter, ist, dass das auch eine Veränderung bedeutet und dass das eben auch bedeuten kann, dass man sich hier von der ein oder anderen Person eventuell entfernt. Was jetzt aber nicht heißt, dass es hier um einen Abschied gehen muss. Es geht hier einfach um eine Veränderung, die hier vermutlich ganz von selbst geschieht. Es kann natürlich auch sein, dass sich im Zuge dieser Veränderung oder im Zuge dieses Neuanfangs, dass es hier geschehen kann, dass man sich von jemandem verabschiedet oder dass sich hier vielleicht Wege trennen. Im Freundeskreis, im beruflichen Umfeld kann natürlich auch eine Partnerschaft betreffen. Aber hier kann man eher mehr erkennen, dass etwas, dass du dich hier von etwas entfernst, wo das hier auch irgendwo ganz natürlich ist. Und was eben auch dazu führt, dass dieses Wachstum hier richtig losstarten kann. Ja, also hier können wir schon eine Veränderung sehen. Und wenn wir jetzt hier noch auf deine Ebene schauen, dann dürfte dir hier offenbar bewusst werden, laut Tendenz, vor allem wenn du dich hier auf dieses Vorhaben ausrichtest, wo du hier ja auch ein klares Ja bekommst, dass du hier auf irgendetwas zurückgreifen kannst. Also vielleicht sind das hier bestimmte finanzielle Rücklagen beim einen oder anderen. Vielleicht schuldet dir hier jemand einen Gefallen. Vielleicht hast du bestimmte Unterlagen gesammelt und es fällt dir wieder ein, die bestimmte Informationen enthalten, die hier für diese Umsetzung auch wichtig sind. Und insgesamt, und das ist wirklich sehr, sehr schön, können wir hier erkennen, vor allem auch in der Tendenz, dass hier ein Aufwärtstrend, sich hier zeigt und sich hier auch bemerkbar macht, was hier auch für ein Wachstum steht, ja. Also dieses Wachstum, das du hier anstrebst oder dieser Neuanfang, der hier ein sehr großes Potenzial hat, das sieht für mich hier sehr, 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 sehr wahrscheinlich aus, dass das hier sehr bald real werden könnte, beziehungsweise größer werden könnte, mein lieber Witter. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.